Bernd will sich eine neue Sehne und Pfeile für seinen Sportbogen kaufen. Frank ist scharf auf einen großen Revolver. Denn Angst und Schrecken, Macht und Stärke wachsen mit der Größe des Kalibers. Weiße. Da für die Sehne. Da für die Sehne. Ja. Für diesen Bogen. Ja, für diesen Bogen. Echt Messing und so, super Verarbeitung. Ist halt Single Action. Das heißt, man kann jetzt, wenn der Hahn vorne ist, kann man hier drücken, wie man möchte, da passiert nichts. Man muss also vorspannen. Ne? Was kostet? Der kostet 359. Noch ein anderes Wort, großes da? Ja. Der ist halt, was das angeht, ein bisschen dicker, ne? Kaliber 45 sind also 11,24 mm. Ja, ja. Und dann schießen Sie nur auf die Größe, so was 12 mm, ich hab's hier nicht. Nein. Müssen wir bestellen, aber momentan. Habt ihr einen Katalog? Da? Ja, sowas Großes drin. Nur zu Hause. Also das Große ist eigentlich fast alles Western-Revolver. Das ist nämlich sehr wichtig. Ja, ja. Fast nur. Ja, das sind so die üblichen Größen. Ne? Genau. So ist es auch. Ja. Ich nehme mal mit. Wenn man jetzt mit jemandem. Also man muss Körperkontakt haben. Sie sehen auch schon, hier an den Seiten sind auch noch Kontaktstäbe. Also wenn einer versucht, das Ding zu entreißen, dann hat er auch schlechte Karten. Geht das auch durch das? Das geht durch eine dicke Ehe, wie geht das durch? Das also, ja, also das kann ich also jetzt 45 Minuten lang unterbrochen machen. Und jetzt die Batterie leer. Und das können wir mit Akku aufladen. Ja, das ist kein Akku, das ist also eine ganz normale. An der Einfahrt zur Kieler Förde liegt der Badeort La Bö, das Revier der Blue Brothers. Auch sie sind eine Gang mit etwa 10-12 Jugendlichen. Ihr Ziel ist es, sich durch Kämpfe, etwa gegen die Kneipenterroristen, einen guten Namen zu machen. Auch bei ihnen spielt die Frage der Bewaffnung eine entscheidende Rolle. Männer machen das richtig. Nimm das Ding in die Hand. Das Magazin raus, zieh die Ketten nach hinten. Das ist eine Blue Brothers Waffe. Pass auf. Es geht los, nee. Wo sind wir gelandet? Ja, da. Zeig das mal hoch, Jack the Ripper hier. Und er ist unser kleiner Schlitzer. Und damit hau ich irgendwo anders hin, aber nicht im Bauch. Das Gesicht oder so, aber. Kannst mal zuschlagen und die anderen haben gut. Buschmesser, Äxte und alles. Und sogar scharfe Waffen. Ja, und scharfe Pistolen, Revolver, wie man viel. Ja, die haben wir schon geschossen. Und ja, und die, auf uns haben sie auch schon geschossen. Damit kann man sich keinen guten Namen machen. Weil wir haben es gut genug. Wir haben Baseballer nur, mehr auch nicht. Ja, und Gasknallen. Ja, ja, Gasknallen, aber ist nicht so gefährlich wie. Ne, und davon abgesehen, wenn die jetzt sagen, zum Beispiel, wir wollen Fernkampf haben, ich meine, das wird nie eintreten. Ich meine, wir werden auch sagen, dann lassen wir die Sachen weg und so, und dann machen wir es mit den Fäusten oder so. Aber wir können es nicht auf die anderen Gruppen verlassen, dann kommen wir ohne Sachen hin und dann stehen sie da mit Baseballschläger und dann kriegen wir noch auf die Mütze. Ne? Deswegen haben wir mindestens einen Baseballschläger und eine Knarre dabei, ne? Auf jeden Fall nicht scharf. Das ist klar. Und man, zumindest, wir hauen auch meistens noch nicht so auf Kopfhöhe. Mein letztes ist passiert, ich meine, okay, hat nur Glück gehabt, dass er seinen Kopf eingezogen hat, aber meistens haben wir auch nur auf Körper und so, ne? Also auf Arm und Bein und so, ne? Oder Magen zum Beispiel. Wenn wir sehen, dass einer von uns mit dem Baseball über den Kopf kriegt, ja, dann schlagen wir auch. Wir es auch wenn ich jemanden schwinge, dann ist auch scheißegal, ob davon vier oder sieben Leute abnibbeln. Ne? Wenn unser abnibbelt, dann hauen wir nur noch im Kopf. Und wer auf den Kopf kriegt, der ist schon schwer beschädigt, ne? Und dann geht das auch zurück und dann ist das auch scheißegal, ob die drei oder vier oder sieben oder acht Leute abnibbeln von denen. Ja, was gibt's da noch her? Das können wir den Leuten denn noch machen, was wir machen. Anhängerkupplung, hinten ranbinden. Auf Anhängerkupplung mit einem Seil, 20 Meter lang und dann auf Rollsplit. Hinterherziehen. Ja, aber ist das ist zu brutal, das machen wir in Amerika und so, ne? Was wir aber haben, wir haben Brandeisen mit BB drauf und das kriegt jeder Typ. Auf dem Arsch. Ja, auf die Stirn. Auf die Stirn. Genau wie die Warrior mit das ist B. Das ist so ein Tennisballgravierer. Da kannst du oben zwei Buchstaben reinmachen und dann wird er mit einem Feuerzeug heiß gemacht und dann ja. Eine schöne Brandnarbe. Ah, das war nur extrem fern, also. Das kriegt ja Präsi. Jetzt soll es noch nicht passieren. Also ich würde vorschlagen, wenn wir einen davon kriegen, einen riesengroßen Kartoffelsack, ein Seil ran und in La Böer Hafen einmal rein und dann die Hosen voll scheißt, damit er denkt, er ist unter Wasser und dann ziehen wir ihn hoch, dass nur die Beine im Wasser sind. Der wird nie wieder eine Kutte anziehen. So
So sehe ich das. Oh nein, Kühlerfigur. Gleich Giftgas. Also einmal kurz rein, wieder hochziehen, also dass er, sag mal kurz, der läuft ja sofort wieder leer, aber dass er die Muffe kriegt, ne? Wir meinen, wenn sie anrufen, wir kommen. Das ist kein Problem, und dann hauen wir den Leuten die Augen voll. Dann nehme ich auch gar keine Rückschritte. Absolut, ne? Damals, ne? Auch nicht vor den kleinen Touristen oder Maddox, ne? Die hauen wir windelweich. Und dann sehen die mal, was wir von haben. Schön. Ne, das wird noch knallen. Keine Hemmung, also, wie gesagt. Ne? Die Kneipenterroristen und die Blue Brothers haben sich zu einer Schlägerei verabredet. Die Chefs der Gangs, die Prezis, haben Ort und Zeitpunkt telefonisch vereinbart. Doch diesmal scheinen die Blues gekniffen zu haben. Niemand von ihnen lässt sich blicken. Genervt und frustriert stehen die Kneipenterroristen auf der Straße herum. Unschlüssig, was nun zu tun sei. Gehst du langsam ab? Ja, das muss doch ja, hau ab, Mann! Das geht auch voll nicht. Wir wollen keine Vollendschweine! Während die Kneipenterroristen gelangweilt auf der Straße herumstehen, nähert sich ein Kleinbus. Er stoppt zunächst ab, fährt dann aber langsam auf die Gruppe zu. Tage nach diesem Vorfall stellt sich heraus, es waren gar nicht die Blue Brothers, sondern zwei Türken. Sie hatten auf der Straße Nazis vermutet, versehentlich aber auf die Kneipenterroristen geschossen. Und so Unrecht hatten die Türken nicht, denn viele der Straßenklicken beziehen ihre Identität nicht nur über die Abgrenzung zu anderen Gangs, sondern auch über die Ablehnung von Ausländern. Vor allem die Blues gelten als ausgesprochen rechte Clique. Ja, bei uns kommt kein Ausländer rein. Bei uns in die Gruppe. Wir wollen eine reine deutsche Gruppe sein. Gegen Ausländer. Aber voll dagegen. Warum? Volle Kraft! Ja, ich kann ihn nicht haben. Nö, ich wollte sie nicht abgehen. Die haben ja nichts zu suchen. Und dann also ich kann ja nicht mal jetzt so alleine durch die Straße gehen oder so. Wenn ich jetzt in die Stadt gehe mit irgendwas, zeig mir, ich habe jetzt wieder kurze Haare mit meinen Martens an, eine Bomberjacke und dann gehe ich hier zu Finhof rein. Die kloppen mich um. Die haben mich weg. Und das sehe ich nicht ein. Ich finde auch immer, in sein eigenes Land dürft man trauen, was man will. Das hat, ja, und vor allem hier, ja, hier scheiß Deutsche, verpisst euch und so, ne? Also ich weiß nicht, da laufen die Haare. Können die überhaupt denken oder? Die sind hier als Gäste. Das ist alles in türkischer Hand und so. Da gibt es wahrscheinlich so. Prostitution, Drogendealer. Ja, das ist ja alles türkisch, dann entsteht wohl ein Hass und so von den anderen. Die wollen dann dagegen angehen. Ich glaube, wenn man nie arbeitet, den dicken Porsche fährt, dann wird man auch irgendwie ein bisschen stolz. Wenn man die ganzen da Kanaken sieht mit ihren großen Autos und auf den Jama, da kann man ja als Deutscher gar nicht mehr hingehen. Auf den Jama. Du Deutsch, du King of Fresse. Ich hatte schon viel Ärger mit Kanaken und so. Und da war ich noch Skinhead und dann war ich mit einem Kollegen bei mir, der war Kieler Woche hier. Und dann waren wir auf dem Rathausplatz. Und dann, ja, dann saßen wir da so, haben einen getrunken. Dann kamen auch drei Kanaken an und wir waren schon völlig breit. Dann saßen wir so und dann haben die gesagt, ihr seid Nazis und so. Wir dann, ja, wir sind Nazis und so, wir haben was gegen Türken. Und dann habe ich nichts mehr mitbekommen, dann war ich total am Ende. Ich habe nur meinen Kollegen gesehen, völlig voll Blut und nur zugetreten mit ihren Schuhen. Und dann war auch Ende für mich, ich wusste gar nichts mehr. Und seitdem ist mein Hass auch immer gestiegen, umso mehr. Also ich wurde schon oft angemacht von Kanaken, aber umso mehr steigt der Hass. Auf Hass folgt Gewalt und auf Gewalt